Scheiße. Ja, einmal kann ich noch auf alle wirken. Und das kommt gerade recht. Zum Glück hat er Barret gewählt. Oh, das war schon. Yes! Puh! Harter Typ, ey. Zum Glück hat er nicht wieder zum Leader gewechselt. Der wäre echt gefickt gewesen. Oh, Scheiß. Cosmoglut. Ja, das habe ich eben angesprochen. Der Gegenstand für die vierte Limit. Und Cosmoglut, das gehört auf jeden Fall Red. Schlüssel, Objekt, Kellerschlüssel. Materia Odin, was macht das gute Stück? Gucken wir mal. Beschwört Odin, ja, was ist das? Oh wei, Objekt. Habe ich hier in der Liste? Kannst du einfach sagen, hallo, ich mache Erdschaden. Ramu Blitz. Also, dann scheint Odin wohl nicht so irgendeiner Festen anzugehören. Ich gebe ihn Red. Der hat noch keine Beschwörung. So, dann gehen wir als nächstes in den Keller, den wir nun alles eingesteckt haben, und holen uns Vincent. Kampf, okay. Ich wollte schon fragen, warum das Bild hängt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Och, ne. Leute. Keiner hat euch lieb. Ey, ich warte erstmal, bis die alles bewirkt haben. Ach, egal, das schafft es. Och, ne. Jetzt versiegelt er den auch mit Flüche. Hilfe. Das heißt, keine Beschwörungen. Ey, zum Glück keinen Atem, sonst würde ich hier ausflippen. Oh, scheiße. Ich außerdem denke mal, passiert mir, wenn der jetzt Flüche gewirkt hätte. Seinen fauligen Atem, oder wie das Ding heißt. Oder bei Cloud, das wäre ja noch schlimmer, wenn ein Limit gegen ein Gruppenmitglied. Stahlklingenschwert. Ja, funktioniert natürlich nicht. Ich kann es euch nicht zeigen, weil die kleinen dummen Kürbisköpfe meinen, sie müssen mir die Zauber wegnehmen. Barret, du hast hier eine dreifache Gatling Gun an deinem Arm jetzt. Und erzähl mir nicht, dass keine davon trifft. Eine muss ja treffen. Okay, machen wir die halt schnell mit normalen Angriffen fertig. Lästige Viecher. Bäh. Okay. Natürlich wurde ich bei den Truhen wieder angegriffen, bei jeder einzelnen. Kennt ihr das? Wer es kennt, bitte posten. Mensch, geht mir langsam auf den Sack. Oh oh, komischer Atem. Puh. Dann zeige ich euch jetzt Odin. Den will ich sehen. Das sieht episch aus. Thank you.
Bam! Kostet aber sehr viele MP. Ich setze nur im Notfall ein, oder wenn ich mal wirklich die Nase voll von den Gegnern hab, wie diesen nervigen Kürbisköpfen. Okay. Hier irgendwo ist jetzt eine Tür. Da. Ein Sarg. Um mich aus dem Albtraum aufzulecken. Wer ist da? Hallo Vincent. Schon geschlafen? Ich habe dich noch nie gesehen. Du musst gehen. Du hattest einen Albtraum. Ich hab dich geweckt, du solltest mir dankbar sein. Ein Albtraum? Mein langer Schlaf hat mir die Gelegenheit gegeben, Sühne zu leisten. Was sagst du da? Fremden habe ich nichts zu sagen. Verschwinde! Dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eures Albtraums. Das kannst du laut sagen. Hm? Was weißt du? Ich erzähle mal von Sephiroth. Wie du gesagt hast, dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eines Albtraums. Nein, das ist kein Traum. Das ist die Wirklichkeit. Sephiroth hat den Verstand verloren. Er hat die in diesem Haus versteckten Geheimnisse entdeckt. Sephiroth? Du kennst Sephiroth? Wieso erscheint das jetzt zweimal? Kann mir das einer sagen? Hey, der kann... Fang du an. Ist das normal, dass du willst schon... Ah ja. Okay, Cloud hat erzählt. So war's. Sephiroth weiß also, dass er vor 5 Jahren erschaffen wurde? Und was ist mit dem Innova-Projekt? Es war verschollen. Das ist erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Er hat viel Leben auf dem Gewissen und sucht jetzt das verheißene Land. Ach so, ist immer noch Cloud. Ich dachte, das sei wieder Vincent. Ah, aber erst vor 5 Jahren wurde der erschaffen? Wie ist er dann aufgetaucht? Hier, guck mal, Sephiroth, so ein Ultrasoldat. Ist das eben zu uns gestoßen oder sowas? Weiß nicht. Weil vor 5 Jahren ist er ja hier in Nibelheim Amok gelaufen. Jetzt bist du dran. Tut mir leid, ich kann nicht reden. Hey, du Mistkerl! Ihr habt mir eine weitere Sünde auferlegt. Jetzt werde ich noch mehr Albträume haben als zuvor. Bitte geht jetzt. Ich will aber, dass du mitkommst. Ja, klar. Die Gegner haben uns im Rücken gelauert. Wir haben schön brav gewartet, bis das Gespräch beendet war und greifen uns jetzt an. Was ist das denn? Barrett, ich brauche eine Analyse. Wir wissen, was das ist. So ein zweiköpfiger Zombie. Na, Schaden macht er nicht gerade. Aber der ist schnell. Süß. Ying. Level 24. 1200 HP. Kinderkacke. Limit wird in nächster Zeit, glaube ich, nicht benutzt. Alle gleich hoch.
Wohl bei Barrett und Red ist halt wahrscheinlicher, die ihren Limit schneller benutzen. Die haben ja noch Stufe 1 aktiv und der lädt sich schneller auf. Ja! Ein solcher Angriff reicht aus. Komm, jetzt hau noch Red eine rein, dann hast du noch ein Limit an der Backe. Okay, nicht ganz, aber... Was für ein mickriger Schaden, ey. Der kann auch Blitz. Oh oh. Okay, so schlimm war das dann auch wieder nicht. Und Red hat auch sein Limit. Ying. Nett, dich gekannt zu haben. Ah. Was ist das, ne? Ey, das soll ein Limit gewesen sein? Das war ein Husten.